Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ja, hallo liebe Krypto-Family und willkommen wieder zu einem neuen Interview, diesmal mit Wotan von der TH Late Night Show. Ich freue mich richtig, dass du da bist, Alex. Ja, hast du vielleicht für die Leute da draußen, die absolut keine Ahnung hat, wer du bist, ein paar Informationen über dich? Ja, hallo erstmal, Jay. Ja, wir machen jeden Sonntag schon seit 2 Jahren die TH Late Night Show von Sonntag auf Montag mit dem Ghosty natürlich. Den Ghosty, den kennen, glaube ich, schon mehrere mittlerweile. wir haben es am Anfang regelmäßiger gemacht, aber das hat sich jetzt auf den Wochenschluss eingependelt, weil wir auch so viel zum Tun haben. Und die ganzen Nachteulen praktisch, die was am Montag nichts zum Tun haben, die sind dann bei uns drin. Ich weiß, beim letzten Stream war ich dabei, da war sogar Roman dabei und der eine, der Mathematiker da. Ach, hast du mit reingegangen? Ja, natürlich, da war ich dabei, genau. Ja. Natürlich war ich dabei. Ja, liebe Wotan, sag mal, was ist dir lieber, Rotwein oder Bier? Rotwein. Hotdog oder Pizza? Hotdog. Ja? Mit Senf und Ketchup oder nur Senf? Alles. Richtig. Ja, richtig voll. Weltklasse. Krieg gerade Hunger, wenn ich dran denke. Seit wann bist du im Kryptomarkt dabei? Also im Markt bin ich schon länger, seit 2015, 16 sowas. Aber noch, also da gab es noch kein Trading. Ja, wie bist du denn, wie bist du aufs Trading denn aufmerksam geworden, allgemein? Aufmerksam bin ich drauf geworden, weil mich die Kurse immer verrückt gemacht haben. Und wer das noch von früher kennt, Crypto Watch hat es damals geheißen. Das war so eine der ersten Plattformen, wo man sich die Charts anzeigen lassen konnte, mit Prognosen reinmalen, Trendlinien und so Zeugs. Und ich hatte damals einen Gun-Fächer angelegt gehabt und es war, glaube ich, EOS. Und EOS hat immer ganz lange Dochte geschossen und die sind immer genau auf die Gun-Fächer. Da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Irgendeiner hockt da und legt den auch an und steuert den Kurs. Und da habe ich dann angefangen, mich da mehr mit zu beschäftigen. Und wo du dich damit beschäftigt hast, wann war denn der erste Trade, den du da gestartet hast? Weißt du das noch? Also das war eben Ende 2017. Ich bin ein recht ehrgeiziger Hund, sagt man bei uns im Oberbayern. Ich habe mich da nächtelang da reingehängt und habe da auch relativ schnell dann zum Traden angefangen. Und natürlich in alle möglichen Trader-Channels gewesen und sich mit anderen ausgetauscht. Und da kommt man dann zwangsweise irgendwann dann zum Hebeltrading. Da waren dann irgendwann die ganzen Coins nicht mehr so relevant. Weil dann, da hatte man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und ich habe dann eben, ja, so das erste halbe Jahr mir eine Strategie entwickelt, die ziemlich erfolgreich auch war. Und da werden wahrscheinlich auch viele, wenn das kennen, ich habe das dann natürlich übertrieben am Anfang. Ich habe da mit einem kleinen Betrag. Ja, ich habe einen ziemlich kleinen Betrag innerhalb von 3,5 Monaten einen ziemlich großen Betrag gemacht und den dann auch komplett wieder verloren. Und so bin ich auch relativ bekannt geworden, sage ich jetzt mal. Und danach habe ich dann auch, habe ich eigentlich angefangen, das Ganze auch eine Show draus zu machen und so ein bisschen zum Coachen habe ich mich mal probiert. Und das Ganze ist jetzt eben in dem geendet, so wie es jetzt ausschaut. Aber hast du jemals Papiertrading gemacht oder bist du? Klar. Das hast du auch gemacht. Ich habe mich da schon intensiv und lang drauf vorbereitet und das immer wieder durchgespielt, was ich mir da so ausgedacht habe.
Aber es ist halt ein extremes Geschäft. Das ist, was, glaube ich, auch sehr viele immer wieder unterschätzen. Die 3 Monate, wo ich das dann praktisch mit echt Geld betrieben habe, da habe ich 24/7 durchgemacht, neben meinem eigentlichen Job und Familie. Ja. Und da stehst du natürlich dann irgendwann 5 Meter neben deine eigenen Schuhe. Und dann machst du natürlich, irgendwann machst du den ausschlaggebenden Fehler. Aber wer kennt das nicht, ja? Und dann noch euphorisch. Man könnte meinen, also ich würde sagen, ich kenne keiner, der nicht zuerst auf die Fresse gefallen ist und dann wieder aufgestanden ist, okay, jetzt mache ich es aber richtig. Viele geben dann auf und sagen, nee, das war's jetzt, ja, es gab ja schon ganz viele schlimme Sachen. Aber ja. das finde ich schon schön, ja, dass man das hört, dass man da nicht immer der Einzige ist, ja, weil am Anfang, wo das bei mir passiert ist, habe ich auch gedacht, oh Gott, wie kann ich nur so dumm gehen? Das ist ja das Schlimme, weißt du? Du reflektierst es, ja, und dann denkst du, wie kann man nur so dumm gewesen sein? Aber, und dann noch große Fresse gehabt im Vorfeld. Ich bin jetzt der König auf der Welt, ich kann alles. Ja, ich finde das schön, dass es eben dir auch passiert ist. Also mir hat mal ein guter Freund, den was ich auch in der Zeit kennengelernt habe, über TradingView, man lernt auch die verschiedenen Leute kennen, muss man dazu sagen, ja. Der hat mir gesagt, lieber passiert einem sowas ganz am Anfang, weil er kennt eben welche, die haben sich praktisch das ganze Leben was aufgebaut. Und wenn das dir dann da, keine Ahnung, kurz vor der Rente passiert, das verkraften dann viele nicht. Ja, vor allem am Ende der Staat nicht. Weil der Staat dann, ist ja verrückt, ja, wirklich verrückt. Ja, du hast vorher angesprochen, du hast ja eine ganz spezielle Technik eigentlich. Also vielleicht vorab, bevor wir auf deine Technik kommen, bevor du die Technik ausgesucht hast, ja, hast du vorher andere probiert oder bist du von Anfang an auf diese Technik? Also ich habe natürlich die ganzen Standardsachen, Formationen, Traden, alle möglichen Indikatoren durchprobieren. Und irgendwann bin ich halt dann bei dem hängen geblieben, was ich jetzt mache. Das ist halt die GAN-Analyse. Und auf die bin ich eigentlich gekommen, weil die keiner gemacht hat. Also ich habe keinen gefunden, der da großartig drüber publiziert hat oder irgendwie einen YouTube-Kanal hat oder irgendwas, da wo du halt ständig nachschauen kannst. Weil mich das auch am Anfang ziemlich gestört hat, dass man immer beeinflusst wird, ja, durch die Analysen von anderen. Mhm. Weil du schaust zwangsläufig immer in irgendwelche Kanäle oder auf TradingView die Ideen durch oder in irgendwelche Foren und dann vergleichst es mit deiner Analyse und dann weichst du schon wieder so ein bisschen ab. Ja, dann kommst du dann fängst du an zu justieren, dass es ja passt, wie die anderen auch gesagt haben. Damit habe ich aufgehört. Völlig aufgehört. Ja, also nicht mehr. Entweder muss man konsequent aufhören. Ja. Und bei der GAN-Analyse ist es eben so, den legst du einmal an das jeweilige Asset. Und dann ergeben sich alle Trendlinien aus diesem Startpunkt praktisch. Und du brauchst danach eigentlich, also du kannst nichts mehr irgendwie verkehrt rein interpretieren. Und das ist dann praktisch ein ganz normales Support-Resistant-Trading mit einer Trendangabe praktisch, also mit Zeit auf Preisverläufe. Das wär mal ein interessantes Projekt, weil GAN ist etwas, das ich nie richtig selbst gemacht habe. Ich verstehe, wenn du zum Beispiel die GAN erklärst, etc., verstehe ich das sehr gut. Nur dich selbst anzuwenden, das habe ich, da hapert es. Das wäre mal so ein Learning by Doing für mich, dass ich mal mich in die GAN-Technik einarbeite. Vielleicht nehme ich sogar die Community mit auf die Reise. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ich finde es auf jeden Fall immer sehr spannend, dir zuzuhören. Und lustigerweise komme ich aber trotzdem immer wieder auf sehr ähnliche Ziele, also sehr, sehr genau eigentlich. Das finde ich immer auch wieder spannend. Ja? Das ist unglaublich, dass mehrere Techniken zum gleichen Ziel führen können. Ja. Also kommt ganz oft vor. Also wir machen es bei uns auch so, ich gleiche das immer mit Indikatoren natürlich zusätzlich ab. Weil man kann natürlich nie die Zukunft vorhersagen, aber sich ganz nah an die Wahrscheinlichkeit irgendwie hinarbeiten. Und da helfen mir halt Indikatoren ganz gut. Das ist so praktisch das Zweite, was ich mit dazu nehme. Wir entwickeln eigene Indikatoren. Wir haben eine relativ große Skripta-Community mittlerweile bei uns dabei. Und
Genau. Ja, finde ich tun da jetzt auch viel, viel automatisieren und sowas. Das finde ich eben super. Also auch da mega, was deine Community auf die Beine stellt. Du hast ja vorher gesagt, du hast großen Verlust gemacht damals. War das der einzige oder hast du wieder mal Verlust gemacht? Und wie groß war der? Darf man das wissen? Also der erste große Verlust, den habe ich immer publik gemacht, das sind über 350.000 Dollar waren das. Das brennt in den Augen. Also mittlerweile bin ich eh abgestumpft im Kryptomarkt. Und natürlich, also zwischendrin gibt es immer mal wieder Verluste, aber die sind halt kalkulierte Verluste. Also sowas wie damals habe ich nie mehr wieder dann gehabt. Die Verluste, die was ich jetzt habe, mache, die sind vorkalkuliert und stehen immer im Verhältnis zu meinem Einsatz. Genau. Ich kann ja eigentlich auch sagen, du hast ja eigentlich auch einen größeren Einfluss auf mich gehabt. Seitdem wir uns kennen, gehe ich ja noch viel extremer ins Hebeltrading. War das gut? Also natürlich risikofrei, ja, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, sonst verwirren wir die Leute da draußen, aber das hat mir natürlich auch massiv geholfen, deine Ratschläge, das kann und darf ich natürlich sagen, also für die Leute da draußen, ja, man muss immer auch was lernen, ja, wenn man mit den Leuten redet, und ich habe durch Woten auch sehr viel gelernt, das muss man auch hier mal sagen, ja. Das habe ich gar nicht gewusst. wie ist so deine aktuelle Trader-Quote? Führst du eine Quote? Also über meine Treffer, meinst du? Die könnte ich dir über einen Backtest zeigen. da hast du ja gesagt, hast du jetzt. Ja. Also ich bin ich mache momentan aus Zeitgründen fast gar keine manuellen Trades mehr, und wir haben gerade ein paar Strategien abgeschlossen. Also die werden natürlich noch weiterentwickelt. Aber das ist so meine Trefferquote mit diesen Strategien, und also die, was ich halt mit den Leuten, hier ein großes Danke an unsere Skripter, zusammen entwickelt habe, ist die Trefferquote sehr, sehr gut. Also eigentlich ist da jeder Trade ein Treffer. Die sind halt bloß unterschiedlich profitabel. Mhm. Das finde ich mega. Unglaublich, ja, wenn man das so sieht. Aber du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen darüber erzählt, deshalb verstehe ich die Logik dahinter. Also finde ich auf jeden Fall gut. Muss aber auch sagen, wir von Swiss Crypto Chain machen natürlich auch noch einen Indikator, der auch für euch interessant ist. Ja. Das auch gleichzeitig zur Werbung. Aber da holen wir, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wir holen da teilweise auch Unterstützung von deinem Team. Also da schon mal vielen lieben Dank. Welche Paare tradest du noch neben Bitcoin? Also ich trade eigentlich hauptsächlich Bitcoin. Ich habe ein paar Algorithmen, die haben wir jetzt auf Bit angepasst. BitDAO und EOS. Da kommt es eben, also mit DAO haben wir einfach mit dazu genommen, weil es jetzt ein neuer Coin ist. Den wollten wir am Anfang mittraden. Und EOS hat extrem hohe Ausschläge. Und da praktisch die Parameter anzupassen, ist nicht so ganz leicht. Aber wenn du das mal schaffst, dann hast du so Extrem-Einstellungen für einen extremen Kurs, sagen wir mal so. Der ist aber noch Verbesserungs. den kann man noch, der ist noch ausbaufähig. Ja, also es ist extrem schwierig, gerade bei den Altcoins, wenn die da so große Sprünge haben, da passende Parameter zu finden. Das ist eben das, was ich auch bei Bitcoin halt eben immer wieder schön finde. Ja, so Dumps, die jetzt wieder 4. Dezember, der aktuell passiert, das finde ich halt, auch du logischerweise, wir finden das natürlich schön, ja, weil das gibt dann halt für uns wieder extrem gute Möglichkeit, Profite zu generieren, wo halt viele dann verkaufen, dann kaufen wir oder gehen dann halt irgendwann auch mal wieder in die Long Position. Das ist halt schon sehr spannend. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es bei EOS sehr spannend ist, weil du dann natürlich, wenn du solche Ausschläge hast, ja, mit Long und Shorts gut arbeiten kannst, dann kannst du sicher spannende Swing-Trades machen. Machst du nur noch langfristige oder machst du auch noch kurzfristige Trades?
Es ist gerade, wenn man sowas automatisiert, kann man eben ganz unterschiedliche Strategien fahren. Wir haben Strategien, die so Daytrading-Strategien, die tun relativ schnell realisieren und sind dann auch wieder aus dem Trader heraus. Und das ist natürlich jetzt auch eine Ansichtssache. Meiner Meinung nach ist eben Swing Trade über Indikatoren zu machen, also da Strategien zu entwickeln, wesentlich einfacher. Weil man kann eben verschiedene, viele Indikatoren kombinieren und in den Extrembereichen die Positionen langsam aufbauen. Mhm. Du hast da manuell ähnliche Strategien, also ihr baut ja auch die Positionen über einen längeren Zeitraum auf. Mhm. Genau, und da auch immer wieder was absichern, damit man die Position schön mitziehen kann. Und das ist halt eben gut zum Automatisieren. Ja. Deswegen, also Swing Trade ist eigentlich eher das Hauptdings. Auch wenn wir jetzt einen neuen Strategieentwickler haben, die so kurzfristige Sachen macht und echt gut funktioniert. Also das Schwierige ist bei diesen kurzfristigen Trades, wenn du da eine große Bewegung reinkriegst, die rauszufiltern, ja. Also, ja, gut, das ist schwierig. Das ist auch fürs Manuelle sehr schwierig. Noch schwieriger teilweise. nee, aber das klingt sehr, sehr spannend. Ja, jetzt hören die Leute natürlich sehr viel, ja, was Bot und das und jenes. Hinter der TA Night liegt ja eine riesen Community. Willst du das vielleicht ganz kurz erwähnen? Wer steckt dahinter vielleicht? Ja, da können wir hier Danksprechung an alle aussagen. Also natürlich erstmal der Ghosty, der Co-Moderator auch von der TA Night Show. Er ist halt auch beruflich ITler. Er hat für uns auch den Signalverteiler gebaut für unsere Bots, die da laufen. Also für viele, die wissen, glaube ich, auch nicht, was da für eine Infrastruktur hinter sowas stecken muss, wenn man was Vernünftiges da praktisch machen will, weil es ist halt nicht bloß eine API-Verknüpfung, die dann Einstieg und Ausstieg macht, sondern sowas muss praktisch ständig aktualisiert werden und das macht der Signalverteiler vom Ghosty. Und wir haben auch für die Infrastruktur von unserer Community der Marc, viele Grüße nach Hannover, der hat unser User-Management gebaut und wir haben einen Community-Bereich, den hat er eingerichtet und entwickelt auch mit mir zusammen eine Strategie auf NiniaTrader. Also er hat sich mehr auf NiniaTrader spezialisiert. Wer es nicht kennt, ist sowas Ähnliches wie TradingView. Nur kompliziert. Komplexer ist die richtige Antwort. Ja, man hat da auch also unglaublich viele Möglichkeiten und also das braucht schon ein bisschen Background-Wissen, weil du musst deine Datenserie alle von der Börse selber holen. Also du musst eine Connection schreiben. Und das macht er zusammen mit dem Johnny. Hier Grüße nach Griechenland. Oh, Griechenland. Der ist erst ausgewandert letztes Jahr, ja. Genau, und die haben sich praktisch auf NiniaTrader spezialisiert. Die skripten da auch in C-Sharp eben die ganzen Sachen. Und unser Pine-Scripter, das ist der René. Dann schöne Grüße nach Österreich. Man merkt schon, die kommen von alle Ecken. Überall, Hauptsache Dach. Ja, nee, Griechenland ist ja nicht mehr Dach. Ja, das ist dann schon weiter. Und der hat sich eben auf Pine-Script und TradingView spezialisiert. Und nach Kassel kommen dann die nächsten Grüße. Victor, der hat praktisch das Trading-Tool an sich, also den Bot programmiert, der das Ganze dann eben ausführt. Und jetzt merkt ihr schon, da jeder Programmierer macht da eine andere Programmiersprache. Das war am Anfang, ich wäre fast aus dem Fenster gesprungen, dass man die überhaupt irgendwie zusammenbringt, dass die sich ja für irgendwas entscheiden. Jeder, der Programmierer ist, der kann das wahrscheinlich so ein bisschen verstehen jetzt. Aber es ist echt unglaublich schwierig, so einen bunten Haufen irgendwie auf eine Linie zu bringen, dass dann da auch alle an einem Strang ziehen. Und dann könnt ihr euch dann nochmal zusätzlich vorstellen, im Crypto-Space, ist wahrscheinlich jetzt auch schon bekannt, der ganze Crypto-Space ist abgefuckt. da geht's immer um einen Haufen Geld und wenn dann irgendeiner irgendwas entwickelt hat, dann, dass man das dann untereinander teilt und irgendwas. Also es ist echt nicht leicht gewesen, dass wir jetzt so eine coole Community zusammengebracht haben und dann auch natürlich nochmal die Leute, die was das alle mit unterstützen. Also da ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich damit einbringen.
Also riesig. Ich bin echt stolz auf, also riesig. Auf die ganzen Mädels und Jungs. Das finde ich richtig cool. Ich finde es ja auch schön, dass unsere beiden Communities ein bisschen Hand in Hand gehen. Wir wissen, gell, also liebe Grüße mal an Matze da draußen, wir haben vorher schon darüber gesprochen. So unser Liebling. Wir haben wirklich interessante Persönlichkeiten darin, und was ich eben auch schön finde bei euch ist, dass eben auch die Community unterstützt und nicht da irgendwie fallen lässt oder so. Die Stimmung ist wirklich super. Also muss sagen, das gefällt mir sehr. Und dass wir da wirklich Seite an Seite funktionieren können und eben auch unterstützen, das ist eben das Coole. Das ist wirklich top. Also daher kann ich nur empfehlen, die Leute, die das noch nicht kennen, ich werde auf jeden Fall in der Beschreibung noch den Telegram-Gruppe posten und natürlich den YouTube-Kanal, oder ist jetzt auf Twitch? Nee, jetzt immer YouTube Live gewesen. YouTube Live. Auf beides. Was auf beides? Multistream. Multistream, ja. Okay. Bin jetzt gerade am Überlegen gewesen, wo ich geguckt habe. Nee, aber ich war ziemlich sicher auf YouTube. Das auf jeden Fall auch. Also das muss gesagt sein. Wie würdest du es bei dir jetzt aktuell einschätzen? Eher Sucht oder Leidenschaft? Schwierig. Ich glaube, es ist von der Sucht zur Leidenschaft übergegangen. Sucht in Leidenschaft. Ja, also ich glaube, das war bei mir auch so. Am Anfang 24-7 kannte ich auch. Ich würde sogar behaupten, es war extreme Sucht. Da war aber dann auch irgendwann nur noch Röhrenblick. Hab alles andere ausgeschaltet. Das war auch nicht gut. Mittlerweile muss ich sagen, so wie es jetzt läuft, ist es am besten. Für pure Leidenschaft. Wenn man jetzt gerade vom aktuellen Markt, wir wissen, wir haben extrem viele, der Markt ist aufgewühlt, wirtschaftlich sieht es nicht so gut aus, sei es der Forex-Markt, jetzt aber auch der Kryptomarkt. Wir sind uns ja ziemlich ähnlich einig, wenn wir in einen Bärenmarkt gehen. Also der aktuelle Monat ist eigentlich so ein bisschen der entscheidende Monat, ja, wenn man sagen darf. Der sollte, wenn möglich, nicht mehr, oder der nächste Monat müsste auf jeden Fall hoch, und wir sollen jetzt irgendwie meiner Meinung nach nicht unter 40.300 gehen. Wie schätzt du das ein? Wenn wir in den Bärenmarkt eintreten würden, wo siehst du das maximale Tief bei Bitcoin? Also das richtig Maximale, das würde bei mir so bei 13.000 liegen. Aber also wenn wir wirklich einen richtig harten Drop kriegen. Und dazwischen halt die 20.000 oder so ein bisschen über 20.000. Das wären eigentlich so die Punkte, die ich da anpeilen würde. Ja. Bist du mit deiner Community schon so durch, dass man sagen kann, okay, Bärenmarkt, Kopf umschalten, jetzt von Long auf Short, dass wir beide natürlich zwischendurch shorten, das wissen wir, aber das empfehlen wir natürlich nicht. Wir empfehlen ja nicht, also gegen den Trend zu traden. Aber denkst du, dass es für die Community einfach sein wird, plötzlich umzuschalten? Ich mag mich erinnern, an meine Anfangszeiten, für mich war das immer schwierig. Ja, wenn du down gelernt hast, bei Grün darfst du laufen, bei Rot musst du stehen, und jetzt plötzlich ändern wir das. Wie siehst du das? Also ich habe ja so den Beinamen Dauerbär, gerade vom Matze. Ah ja? weil ich habe mir angewöhnt, die Krypto-Community, die ist natürlich dauerbullisch, ist natürlich auch verständlich, nach dem, was der Bitcoin hinlegt über die Jahre. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich die Leute eben auch durch die Prognosen, die ich mache, immer so ein bisschen kuriere. Ja? Also ich poste immer alle zwei Seiten, ja, die jeweilige Analyse dann dementsprechend brechen würde. Und wir machen das eigentlich auch bei uns so, dass wir uns unsere Trades dann auch hatchen, also dass wir die absichern, ab einem gewissen Punkt mit einer Gegenposition, was wir dann aufbauen. Uns den Verlust vorher kalkulieren. Mit Limit Orders eigentlich. Mit Conditionals. So, genau. Und also wenn man das mal verstanden hat, dass wie der Markt funktioniert und wie man damit umgeht, wie man sich absichern kann, dann ist es einem eigentlich egal, wo der Kurs hinläuft. Natürlich fürs Gemüt ist es natürlich besser, wenn man einfach bloß nach Blocktrainer-Manier einfach nur kauft.
vor allem wenn es einen Drop gegeben hat gerade und das einfach liegen lässt. Ja, also das sagen wir auch immer wieder den Leuten, das Trading ist nicht für jedermann was. Ja. Also definitiv. Viele kommen damit überhaupt nicht zurück. Ja. Ja. Und da muss man halt, also wenn man an Bitcoin glaubt oder egal welchen Coin oder von mir aus auch Aktien oder Edelmetalle, dann kauft man halt einfach bloß, wenn der Kurs gerade zusammengebrochen ist. Und dann soll man sich aber aufteilen. Das muss man auch immer gerade die was neu in den Markt reinkommen, dass die nicht jetzt alles all in gehen. Ja, aber das sind wir so. Dann am liebsten noch, am liebsten im All-Time High, all in. Ja, ja. Also ich glaube, das ist so etwas, da braucht man irgendwann mal so ein Schild in Platin gedruckt, das du nur noch aufheben kannst, weißt du, und sagen, hier, ich sag's nicht mehr, ich zeig's dir. Ja, yeah. Aber das verstehe ich, ja, ein Drittel oben und dann kaufst du dich halt sukzessive nach unten ein. Ich habe eigentlich, ganz ehrlich, habe ich aufgehört, in Dollar zu schauen in meinem Asset. Ich schaue eigentlich nur noch auf Satoshis, mir geht's eigentlich darum, ich will so viele Satoshis sammeln wie möglich, ja, also die Bitcoins sollen sich so weit vermehren, wie halt eben möglich. Und die Dollar, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, weil irgendwann wird es ja extrem viel wert haben. Das ist der Fakt, ja. Also ich sehe gleich. Hast du ein Best-Case-Szenario? Vielleicht jetzt noch vor dem Bärenmarkt? Also, dass wir nochmal ein höheres Hoch machen, meinst du? Ja. Eigentlich nicht. bei mir ist der Zug eigentlich schon abgefahren. Also mir ein höheres Hoch, glaube ich, bringen wir in der ersten Jahreshälfte zumindest nicht zusammen. Also da muss man jetzt erst schauen, wie die ersten zwei Monate schließen und März, April, Mai oder im Mai wird es dann langsam wieder, normalisiert sich meistens der Markt, aber das erste Quartal ist meistens schlecht. Da habe ich nicht viel Hoffnung, dass da jetzt der Kurs nochmal jetzt richtig loslegt. Also, dass wir ein neues All-Time High bilden, sehe ich eher unwahrscheinlich, definitiv. Was ich sicher sehe, oder doch, es hängt jetzt ein bisschen an der Wirtschaft ab, aber was ich sehe, dass noch eine Möglichkeit besteht, ist jetzt so eine maximale Möglichkeit irgendwo bei 52.000. Und dann sieht es bei mir auch schon wieder extrem bärisch aus. Ja. Also so plus minus in dem Bereich. Ja, also es hat mich mega gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit, die wir uns geplant haben, aber ich könnte mit dir sowieso stundenlang, oder wir quatschen sowieso immer wieder. Wir haben schon eine Stunde gequatscht, bevor wir angefangen haben. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle da draußen, die sich wirklich auch interessieren, Late Night Show, hat nicht nur jetzt Wotan hier, sondern da hängt eine riesen Community dahinter. Und da gibt es auch Leute, für die zum Beispiel Interesse haben, mal die Elliott Wives anzuschauen. Da gibt es eine eigene Gruppe dafür, wenn man sich für die GAN interessiert. Auch da gibt es eine Gruppe. Ja, ansonsten bei mir habt ihr die normale technische Shitcoin-Gruppe. Shitcoin-Gruppe gibt es auch mittlerweile. Ich kriege da wirklich alles und das eigentlich auch for free. Also geht da mal rein, guckt euch das Ganze mal an. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ja, lieber Wodan, wenn du noch irgendwas sagen möchtest, hättest du jetzt die Gelegenheit, dich vielleicht noch zu verabschieden oder vielleicht noch irgendwas mitzugeben, was die Community unbedingt benötigt? Also erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Schön, dass du da warst. Also ich muss nach wie vor sagen, ich muss mich immer daran erinnern, wo du das erste Mal geschrieben hast, ob du bei uns Videos posten kannst und so. Ja. Und dann habe ich deine ersten Videos angeschaut, da waren, keine Ahnung, ich war unter 50 Klicks oder irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, der fängt gerade an, macht einen super Content. Horror. Geht auf alle Fragen ein, ja. Jetzt bist du, wie lange gibt es dich? Ein halbes Jahr? Mit YouTube habe ich im März oder April? April. Anfang März. Ja. Das heißt, hast du uns auf YouTube schon überholt mit deinen Abonnenten? Ehrlich? Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich? 11.000 habe ich jetzt, glaube ich. Ja, ja. Das ist geisteskrank. Ja, also und das ist bei dir berechtigt.
Weil wir wissen ja, es gibt ganz viele, die werden innerhalb von 3 Monaten haben sie schon 50.000 oder irgendwas. Ja. Und, komisch, wie geht das? Ja. Und also du ziehst es echt super durch, weiter so. Und auch deine Community ist super, muss man sagen. Ja, also, vielen lieben Dank. Großteil vernünftige Leute. Wir versuchen wirklich, die seriöse deutschsprachige Community zu sein oder zu bleiben. Ist extrem schwierig. Meine Mods teilweise schon kurz vor dem Psychiater. Wir versuchen auch wirklich, die schwarzen Schafen auszusortieren und zu eliminieren, auf gut Deutsch. Weil mir Anstand, Respekt ist mir extrem wichtig, weil dieser Kanal soll für die Leute etwas Nachhaltiges sein. Wo man irgendwie auch den Stempel kriegt, doch wenn Jay das anteasert oder wenn Jay darüber redet, dann ist es seriös, dann hat es irgendwas mit Hand und Fuß zu tun und nicht irgendwie einen Scam oder sowas. Da bin ich gar kein Fan. Und ja, ich weiß, ich mag mich sehr gut darin, wo wir, du warst von Anfang an, hast du gesagt, hey, ich helfe dir, komm, wir machen was zusammen und so, und das hat richtig gut funktioniert, da bin ich unglaublich dankbar und es ist richtig schön, dass wir uns weiterhin wir haben ja auch einen geheimen Chat, ja, den Namen des Chats, Gruppenchats, den wir ja nicht verraten, aber ich finde das mega und ja, es gibt wirklich Leute da draußen, denen geht es primär um das Geld der Zuschauer, bei mir und bei uns ist es halt ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben durch das Traden genug Eigenkapital getankt, dass wir das nicht wirklich benötigen. Aber dennoch ist es eine riesen Wertschätzung. Und dazu sage ich dir nochmal Dankeschön für eure Unterstützung da auf jeden Fall. Das muss man, also auch an die Leute da draußen, das Wichtigste, und also wenn man erfolgreich sein, das ist ein gutes Netzwerk. Und wenn man das schafft, sich untereinander gut zu vernetzen, mit den Leuten austauschen und eben auch was zum Teilen, ja. Man muss sich alles teilen, ja. Aber ja, es ist immer schwierig, weil es geht hier um sein Invest, um sein Geld. Mhm. Gerade beim Trading, das ist dann natürlich so eine Geschichte. Aber gerade bei solchen coolen Communities kann man schon sehen, man braucht nicht unbedingt eine Ellenbogengesellschaft, sondern es geht schon alles miteinander. Ja, definitiv. Für das ist ja auch Bitcoin entstanden. Also. Bitcoin ist für alle da. Wie wir zwei auch. Das kann man sagen. Ja, liebe Crypto-Family, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben. Wir haben alles gesagt, was gesagt werden muss. Bei Fragen haut es unten in die Kommentare, wird uns auf jeden Fall gefallen. Wir schauen da drüber, beantworten natürlich. Ihr dürft auch etwas über den Bärenmarkt fragen. Da geben wir natürlich sachliche Antworten. Und ich würde sagen, ich sage jetzt Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.